Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach spezial aus dem Journalistenzimmer im Bundeshaus. Es ist immer noch Wahlen heute. Es ist jetzt genau 7 Uhr. Dominik Feusi und Markus Somm und mit unserem Spezialgast, dem Jörg Grossen, Präsident von der GLP, wo man natürlich jetzt nicht mehr so schlimme Abkürzungen verwenden, wie wir sonst schon mal verwundet verwendet haben. Nein, wir haben gesagt, die grüne Loser-Partei. Ihr habt nicht so viel verloren wie die Grünen, aber ihr habt auch nicht zugelegt, wie man vielleicht zuerst noch hätte können denken vor 2 Jahren oder so. Was ist passiert? Wie würdest du jetzt das analysieren, das Ergebnis jetzt für deine Partei? Also zuerst möchte ich mal sagen, dass ich sehr, sehr enttäuscht bin. Ich habe mir ganz etwas anderes erhofft. Ich habe wahnsinnig viel von meiner Lebensenergie jetzt in diese Partei hineingesteckt, in den letzten 6 Jahren als Präsident. Und ich bin sehr enttäuscht, dass wir heute nicht können zulegen können. Es sieht aus, laut Hochrechnung, etwa minus 0,7%. Genau. Aber das Brutale ist minus 5 Sitze. Voraussichtlich. Und das ist viel. Oder? Ich meine, wir sind einfach nicht mehr repräsentativ vertreten in diesem Bundeshaus. Das ist wegen der Listenverbindungen, wo wir dieses Mal Pech hatten. Wir haben in Genf Wählerprozent zugelegt, aber den Sitz verloren. Und wenn es keine Listenverbindungen gibt, hätten wir es wieder gemacht. Also, das zeigt ein bisschen, wie unser Wahlsystem ist für die kleinen Partien. Es ist sackbrutal. Für mich ist es echt richtig brutal, das jetzt so entgegenzunehmen, das verdickt. Aber ja, wir haben natürlich sicher auch einiges falsch gemacht. Wir hätten weniger Energie dürfen verwenden darauf, für interne Diskussionen zu führen und mehr Energie darauf verwenden, unsere gute Lösung, die wir wirklich haben, gegen rauszutragen. Und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Reformbedarf in der GLP und da müssen wir schaffen. Also mehr Energie ist ein gutes Stichwort. Ich meine, Energie und Migration sind die zwei grossen Themen gewesen. Bei der Migration hat man von euch gar nichts gehört und bei der Energie gibt es zwar einen Plan von dir und so, aber irgendwie haben die Leute hat das nicht überzeugt, was ihr da vorschlägt? Ja, ich muss dort auch sagen, das ist sehr ein weitreichender, sehr ein ehrgeiziger Plan und ich habe Verständnis, dass man nicht innerhalb von wenigen Monaten oder Jahren die Leute von so etwas total überzeugen kann, weil das ist eine weitreichende Reform, die wir da machen im Energiebereich. Und wegen dem, ich bin sowieso ein Austauschsportler und auf lange Strecken bedacht, im Grundsatz. Und ich habe nicht Lust, kurzfristige Erfolge zu haben, die dann wieder kurzfristig weggehen. Wir sehen jetzt heute, das ist eigentlich nicht das, was ich suche, sondern wir müssen über lange Zeit ganz nüchtern schauen, wie können wir die Schweizer Energieversorgung sicherstellen, was braucht es für das. Für mich ist es natürlich Solar und nicht Atom. Aber wir können uns gerne streiten in der nächsten Legislatur über das. Ich bin sehr gerne bereit, den Kampf auch zu führen oder die Diskussionen zu führen in dem Sinn und am Schluss zu schauen, was ist die richtige Lösung. Ich glaube, dort haben wir einen Plan. Aber bei der Migration? Bei der Migration ist es auch so, dass wir eigentlich schon Antworten haben auf all diese Fragen. Bei uns ist es vor allem die Stärkung des inländischen Fachkräftepotenzials. Wir haben das in unserer Bern einfach Live-Sendung, habe ich das ganz klar gesehen, was da unsere Pläne sind. Aber auch dort, das Problem ist, das ist nicht hochpopulär, wenn man sagt, ja, man sollte halt über das Pensionsalter aus länger arbeiten, man sollte wieder mehr sich besinnen, dass eben am Schluss der Franken zuerst muss verdient werden, bevor man ihn ausgeben kann. Das ist nicht unbedingt populär, das sind schwierige Sachen. Aber, und dort sind wir, das muss ich sagen, auch in der GLP intern nicht überall total geeint, oder? Da haben wir zu tun. Darum habe ich vorhin gesagt, intern, oder? Haben wir auch viel Kraft, die wir verbrauchen. Da haben wir noch zu tun und das ist mein Ziel in der nächsten Legislatur, die Probleme. Aber ihr wollt weder Personenfreizügigkeit antasten, noch wollt ihr die Asylpolitik von der Frau Bundesrätin Baum-Schneider antasten. Das ist doch das Problem. Weißt du, das mit dem Fachkräftemangel, inländisches Potenzial, das ist so mi. Das Problem ist offensichtlich viel grösser für die Leute auf der Straße. Ja, es ist sicher so, dass es sich jetzt so manifestiert, oder, im Moment. Aber man muss schon ehrlich sein, also, wenn wir halt inländisch mehr Leute in den Arbeitsmarkt reinbringen. Und ich habe es gerade wieder erlebt, jetzt diese Woche in meiner Firma oder in unseren Firmen, dass einfach Leute kommen und sagen, für uns ist klar, 4 Tage, Woche, weniger. Und das sind Leute, die nicht verheiratet sind, müssen zu Kindern schauen. Weniger arbeiten, Lohn gleich lassen und so weiter. Wie können wir ja, so? Ja, und BVG-Rente, wenn es dann auch noch. Ja, oder? Es funktioniert nie. Es ist asozial. Es funktioniert nie. Und darum sage ich, das wäre für mich die erste Massnahme. Und Personenfreizügigkeit geht zu künden. Also ich höre eure Sendung regelmässig. Und da hast auch du, Markus, glaub, schon mal gesehen, das ist vielleicht schon ein bisschen gefährlich, das einfach gerade zu machen. Aber wir müssen verhandeln auf Brüssel. Ich bin einverstanden mit euch. Wir müssen intensiver die Verhandlungen führen. Wir müssen ihnen auch sagen, was wir für Vorzüge haben. Für mich ist auch immer klar, die EU braucht mehr Schweiz. Es ist nicht so,
dass die Schweiz mehr EU braucht, sondern die EU braucht mehr Schweiz. Die müssen verstehen, wie man mit Minderheiten umgeht. Die müssen verstehen, wie man kann mit verschiedensten Sprachen und so weiter sich kann vereinigen und gleich kann miteinander ein erfolgreiches Land führen. Das ist etwas, aber das kannst du nicht machen, wenn du nicht mitten am Tisch sitzt. Vielleicht noch einmal zurück zu der Analyse von eben, es ist ja nicht eine Niederlage, wie die Grünen jetzt hatten. Oder? Ja. Meine, die Grünen sind wirklich, die sind jetzt verhauen worden, da kann man so sagen. Oder? Das ist brutal. Prozentmäßig ist es brutal, bei euch ist es prozentmäßig nicht so viel. Die Sitz, das ist ecklig, aber das hat jetzt wirklich etwas zu tun mit den Listenverbindungen und so weiter. Aber trotzdem finde ich, was für euch die schlechte Nachricht ist, wenn die Grünen doch in so dem Abwärtstrend sind, und das hat ja mit ganz Europa zu tun. Man sieht es ja überall. Die Leute haben ein bisschen die grünen Rezepte satt. Ich glaube, dass das auch nicht die richtigen Rezepte sind. Und ich glaube auch, dass genau, weil sie nicht so richtig sind, die Leute das jetzt langsam merken. Da haben wir unsere Differenzen. Aber ich glaube, wenn du die DNA anschaust von der GLP, ist doch immer gewesen, wir sind eine Alternative zu den Grünen. Wir sind eine Alternative zu der SP. Wir sind auf eine Art schon grün, oder? Aber eben, wir sind auch liberal oder liberal-bürgerlich. Ja. Und ich glaube, das finde ich ist für euch die schlechte Nachricht an dem Ergebnis. Eigentlich hättet ihr müssen, jetzt wo die Grünen so im freien Fall sind, hättet ihr ein bisschen müssen zulegen. Dann hätte man können sagen, ja, ihr seid wirklich eine Differenz, oder? Aber jetzt sind wir auch in den Sog hineingezogen worden. Absolut, du hast ja völlig recht. Wir hätten, klar, man kann jetzt sagen, wählerprozentmässig haben wir ja deutlich weniger eingebüßt. Das muss man sehen. Aber von dem her ist es ein bisschen so. Können aber gewinnen, wir hätten gewinnen müssen. Ich bin absolut einverstanden mit euch. Und es ist uns nicht gelungen, die wirtschaftsfreundlichen Umweltrezepte, sage ich mal, so. Man muss natürlich ehrlicherweise auch sagen, wir haben natürlich bis und mit der SVP plötzlich alle Parteien gehabt, die gute Klimagesetze gemacht, gute Umweltschutzgesetze gemacht oder jetzt auch die Mantelerlassung gemacht. Ich weiß, ich sehe den ein bisschen weniger euphorisch als ich, da bin ich mir bewusst. Ich sehe den sehr, sehr euphorisch. Es gibt noch die Referendumsthematik, aber da sind also Sachen drin, das schenkt richtig ein. Oder? Und es ist richtig, ich bin sehr enttäuscht, dass wir das nicht geschafft haben. Und ich weiß, wir werden das sicher analysieren nochmal in der Partei, was an unseren sag jetzt mal, Kommunikation in diesem Bereich nicht ist gut gelöst. Aber die Position, ihr seid einfach zu nah, letztlich bei denen, die ihr euch differenzieren sollten, zu nah bei SP und Grünen. Ja, also wenn du jetzt die Wähleranalyse machst, oder die Wahlanalyse, dann stimmt das natürlich nicht. Wir haben jetzt in der letzten Legislatur, ich nenne euch jetzt ein paar Beispiele, wo wir mit den Bürgerlichen überall waren und auch mit ihnen in die Abstimmungskämpfe waren. Wir haben das Freihandelsabkommen von Indonesien mit 50, etwas gewonnen, weil wir uns differenziert von den Grünen. Weil wir in ihrem Lager wären, wäre das versenkt worden. Mhm. Wir haben die Industriezölle abgeschafft im Parlament. Wenn wir das nicht hätten geholfen, GLP, wäre auch das gescheitert. Mhm. Wir haben den Kampfjet beschafft. Wir haben immer gesehen, die Grünen Liberalen, wir brauchen eine Armee, die muss gut ausgerüstet sein und auch Flugi in dem Sinn. Auch das mit 50, etwas. Viola Amherd ist mir persönlich auch danke gewesen, wenn wir nicht wären auf ihrer Seite gewesen. Keine Chance. Wir haben dann auch bei den ganzen Steuergesetzen, was sie waren, Verrechnungssteuer, Stempelsteuer, das waren die Sachen, die wir ebenfalls mit den Bürgerlichen waren. Die haben wir zwar verloren nachher an der Urne, aber wir differenzieren uns deutlich. Aber nicht bei den grossen Themen. Oder? Das ist also das sind auch wichtige Themen. Aber der Punkt ist, Dominik, ich finde das, was du sagst, Jürg, das tut ja eigentlich meiner Meinung nach die Misere fast vertiefen. Das heisst nämlich, die Leute haben das nicht gemerkt. Das, was du jetzt sagst, dass ihr euch differenziert habt von den Grünen und von der SP, ist eigentlich beim Wähler offensichtlich zu wenig angekommen. Es ist schon ein bisschen angekommen, aber zu wenig. Jetzt muss ich dir absolut recht geben. Es tut mir wahnsinnig leid. Das muss nicht wirklich. Das ist auch ungewöhnlich für mich. Das ist wirklich ein totales Eich. Jetzt habe ich vorhin Kommunikation erwähnt. Wir sind dort zu wenig gut. Wir haben am meisten Volksabstimmungen gewonnen in den letzten 4 Jahren. Gut, aber ich aufpassen. Da hat die CVP auch immer gesagt, das ist genau. Sind runtergegangen. Ja, aber was ich glaube, finde, oder was du gesagt hast, Kampfjet, das ist ein guter Punkt. Das Image von der GLP ist nicht, das sind die Vernünftigen auf wir der linken gerettet, Seite. Wir haben es gerettet, aber niemand hat es gemerkt. Ja, genau. Du hast recht. Ja. Oder? Ihr sind die Vernünftigen auf der linken Seite oder mit der Links? Mit der also, ist ja gleich, aber du weißt, was ich meine. Das G von der GLP ist immer noch stärker als L im Image. Aber es ist schon ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, es ist schon ein bisschen so dargestellt worden. Mir ist früher ist es noch ein bisschen anders gewesen, als Martin Bäumle am Ruder war. Ist eigentlich gar nicht wesentlich ein anderer Kurs gewesen. Ist meine Analyse. Nein, wirklich. Und
Es ist anders geframed worden. Und das ist eine Kommunikationsproblematik, die wir haben. Und da muss ich zugeben, ist man in diesem Sog von dieser Klima- und Frauenwahl im 2019, ist man da ein bisschen mitgezogen worden. Ja. Kommunikativ, nicht einmal vom Kurs. Ja, ja, genau. Oder aber auch in der Fraktion. Nein, aber ich bin in der Wirtschaftskommission. Ich meine, wir haben dort wirklich das Spiel sehr viel gespielt, wo wir in diesen Sachen mit den Bürgerlichen sind, die ich erwähnt habe, sind viele auch von diesen Themen in der WAG gewesen, oder? Und die anderen Sachen haben wir halt auch mal mit links etwas gemacht. Zum Beispiel Corona-Politik, muss ich euch sagen, hat die SP die bessere, die wirtschaftsfreundlichere, die KMU-nachere eine Corona-Politik gemacht als die SVP zum Beispiel. Dort sind wir halt mit ihnen gewesen. Aber ich meine, wir haben das halt einfach immer wieder abgewogen. Aber was stimmt ist, und da muss ich mir selber an der Nase oder am Schopf packen, wir haben einfach Kommunikation nicht gut gemacht diesbezüglich. Aber es ist nicht nur Kommunikation, sondern du hast Martin Bäumle natürlich erwähnt und er ist ja immer noch bei euch, aber er tritt jetzt nicht mehr so häufig auf. Und ich glaube, es ist halt schon wichtig für das Image von der GLP auch, dass man das Gefühl hat, da gibt es noch einen Ugly Man. Es gibt ein bisschen den, zum Beispiel bei der Migration, der halt ein bisschen anders denkt, oder, als der Mainstream, der bei den Medien gut ankommt, oder? Das dunkelt mir, das fehlt euch ein bisschen. Also weißt, es gibt ja so, du weißt es auch, in den Medien, im Medien-Mainstream gibt es so ein paar Trigger-Themen. Und Migration ist eines von denen. Absolut. Und dort gibt es niemanden jetzt von der GLP, der sich noch sehr häufig äußert und wo vielleicht Sachen würde sagen, wo man dann sagt, das ist ja fast SVP. Mhm. Das hätte euch gut da, glaube ich. Also was klar ist im Migrationsthema, ist unsere Politik zu wenig verständlich. Das ist so. Wir haben dort das zu wenig hervortun können. Und ich bin auch der Meinung, wir haben ja geholfen damals beim Verschärfen von dem Asylgesetz. Das Asylgesetz ist eigentlich ein scharfes. Es liegt an der Umsetzung. Es liegt daran, dass dort nicht... Das habe ich aber nie gehört. Es liegt an der Umsetzung. Und Kritik an Frau Baumschneider habe ich auch nie gehört von euch. Doch. Also ich habe eure Sendung habe ich gesagt, sie sind nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte. Also das habe ich klar gesagt. Das ist schon fast polemisch unanständig, würde die EVP sagen. Ja, das darf ich bei euch darf ich das sagen. Aber ich finde, sie macht den Job sicher zu wenig gut, da bin ich einverstanden. Aber einfach jetzt zu sagen, wir hätten nie etwas gesehen, also das ist schon falsch. Stimmt, oder? Also das finde ich, das geht mir zu weit. Also, aber es ist klar, Das SVP hat dort den Punkt mit dieser Migrationsfrage. Und es ist ja vor allem die Arbeitsmigration, die zahlenmässig richtig einschenkt. Familiennachzug. Ich glaube eben auch, dass ihr, und nicht nur ihr, auch die FDP und die Mitte, machen es eben der SVP in dieser Frage auch hure leicht. Ja. Genau. Weil ihr tönt die ganze Zeit ein bisschen, nicht gerade abstreiten, aber ihr tönt es ein bisschen tief hängen, das Problem Migration. Oder? Wir wissen alle, wir leben in diesem Land. Und wir wissen eigentlich alle, dass sogar bei der SP ganz viele Leute gibt, die Unbehagen haben und die sagen, es ist jetzt einfach zu viel. Ich habe nichts gegen Ausländer und ich bin wirklich für fremde Kulturen, aber es ist ein bisschen zu viel. Oder? Und was ich ein bisschen glaube, was ihr, und das meine ich mit dem, ihr macht es einfach, die SVP hat wirklich, solange ihr das ein bisschen schön redet, klein redet oder nicht im Vordergrund stellt, können sie eigentlich immer einfach sagen, stopp, und müssen nie darüber nachdenken, was die Lösung ist. Genau. Oder? Das haben wir auch festgestellt, als wir ein Ständeratspodium gemacht haben mit dem Gregor Rutz. Und da haben wir auch gesagt, du, aber Gregor, ja, ist okay, wir sind ja in der Analyse einverstanden. Es ist das Problem, ihr habt keine Lösung. Oder? Und dann kommt er mit verhandeln. Dann sage ich, ja, aber Großbritannien hat auch probiert zu verhandeln, die sind ein bisschen grösser als wir und haben es nicht geschafft. Und da glaube ich wirklich, da macht ihr einen huren Fehler. GLP, die FDP und die Mitte. Ihr müsst einmal anerkennen, es ist ein grosses Problem und ihr solltet eigentlich den ganzen Tag davon reden und dann anfangen mit Lösungen kommen. Dann würde der SVP viel mehr Schwierigkeiten machen. Also ich bin völlig einverstanden mit dieser Analyse, dass wir es ihnen zu einfach machen. Und ich würde jetzt mal sagen, das Problem ist da. Aber das Problem, das ist nicht das grösste Problem, das wir haben. Ich sehe ganz viele demografische Probleme auf uns zukommen, die ich keine Ahnung habe, wie wir die lösen. Die sind noch relativ weit weg, also 10, 15 Jahre weiter vorne. Das ist nicht viel. Das wäre eigentlich die Aufgabe von der Politik, dort herzuschauen. Aber was macht die Politik jetzt? Die Politik streitet sich um die aktuelle Situation. Es gibt eine Polarisierung, wenn man sieht, die SP macht eine reine Kaufkraftthematik und macht ein Riesentrara. Milliarden reinwerfen. Die wollen alles staatlich lösen. Ja. Und die SVP, wie du vorhin richtig hast gesagt, die sagt einfach, es ist ein Problem, es ist ein Problem, es ist ein Problem, es ist ein Problem. Aber dann fragst du ja auch, wie lösen wir es?
Null. Oder sie sagen nachher, ja, aber auch dort. Musst einfach an die Grenzen stehen, und dann geht das schon. Aber geh mal an die Grenzen. Aber bei der AHV haben die Renteninitiative von der Jungfreisinnigen auch nicht unterstützt. Ich weiss nicht, was zum wirklich der Buckel von der AHV-Problematik, die 500 Milliarden, die das uns noch kosten bis 2050, ich weiss nicht, was die GLP macht. Im Gesundheitswesen gibt es keine Vorschläge von euch. Also was klar ist in der Rentenfrage, wir haben in der Idee, haben wir das schon unterstützt. Was das Problem ist, dass das jetzt mit der ganzen Reform, die sonst vorgesehen ist, zusammenkommt, oder, vom BVG. Und wenn wir das jetzt machen, ich bin ja schon einverstanden. Ich habe gelernt, und das musste ich bitter lernen, im Klimaschutz, dass man mit halben Schritten in diesem Land muss zufrieden sein, weil wenn du ganz verlangst, bist du am Schluss auf Feld 1 oder 0. Oder? Darum müssen wir noch einen Gegenvorschlag machen und haben ihn nicht unterstützt. Und doch, da haben wir mir sogar geholfen, den Gegenvorschlag mitmachen, aber der ist am Schluss abgestürzt, der ist, weil es der Mitte nicht mehr geholfen hat. Mir haben aber geholfen, den zu framen, da kannst du gerne oder Andi Silberschmidt fragen. Ja. Auf Mitte ist halt kein Verlass. Ja gut, das wissen wir ja. Wenn du jetzt kommt ein guter ausländischer Freund von dir und sagt, ja, ihr habt doch Wahlen gehabt, mit zwei Sätzen, wie würdest du das Ergebnis beschreiben? Was ist das Wichtigste, was passiert ist heute in der Schweiz? Also im ersten Satz würde ich mal sagen, dass die Schweiz extrem stabil ist. Weil das ist nicht eine grosse Verschiebung. Wenn man denkt, wo wir 15 waren, wo wir 19 waren, wo wir jetzt sind, ist es irgendwo zwischendrin. Jetzt sind wir irgendwo zwischen 15 und 19. Also das heisst, es ist keine grosse Verschiebung. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist sehr themenkonjunkturabhängig, kurzfristige Themenkonjunktur, was die Wählerinnen und Wähler machen, auch in einem Land, das sehr stabil ist. Ist das offenbar am Schluss, weil es nicht so grosse Verschiebungen gibt, sind es die ganz kleinen Sachen, die die Leute gerade jetzt triggern, die dazu führen, dass nachher jetzt pendelig so aussieht. Es gibt ja eh keine riesigen Verschiebungen. Aber ja, das würdest du mal ehrlich sagen, wenn ich die richtig verstehe, ist eigentlich nichts passiert. Ja, es ist extrem wenig passiert. Sind wir mal ehrlich? Es ist nichts passiert. Ja, es ist fast nichts. Ja, aber plus 3,4% für die SVP, das ist mehr als eine kleine Verschiebung. Die kleinen Verschiebungen sind irgendwo zwischen 1 und 2%. Aber sie haben letztes Mal 12 Sitze verloren und jetzt 8 wieder gewonnen, oder? Ja. Und das ist, und es ist 15, ich meine, 15 bin ich auch schon da gewesen und da haben wir gesehen, das ist ein wahnsinns Rechtsrutsch und so. Aber im Schluss hat man gleich miteinander Lösungen gefunden in diesem Haus. Tut mir leid, das ist einfach, das muss man sagen, das ist ja auch gut. Und das sind hunderte Gesetze, die wir durchbringen, ohne dass es Referendum und Diskussion beim Volk gibt. Wir machen unseren Job hier insgesamt, das Parlament, nicht schlecht. Und ich glaube, es ist jetzt Wahlabend. Irgendwo müssen wir wieder vorwärts schauen und uns um Themen kümmern. Und dann nehme ich gerne auf, was ich vorhin gesehen habe, dass wir dort sicher ein bisschen pointierter müssen sein in gewissen Bereichen. Ist es ein Rechtsrutsch oder nicht? Ist das übertrieben? Ist das im Verhältnis zu 19 ist das jetzt ein Rechtsrutsch, das ist klar, aber das ist ein Rutschli im Verhältnis. Oder? Weil das letzte Mal war so, es ein grösserer Linksrutsch, gewesen, sagen wir es mal so, und jetzt ist es ein Rutschli, also unterm Strich. So wahnsinnig. Also sorry, ich bin halt sehr pragmatisch. Hey, aber das ist gut. Du machst unseren Job natürlich grauenhaft, weil wir müssen wir auf den Deckel im Milliliter bin ich irgendwelche Sensationen zu finden. Genau, das ist tragisch. Ist hure hart. Wir hätten da lieber mal einen Erdrutsch von 20% für GLP, da könnte man etwas diskutieren. Ja, aber. Nein, es ist klar, du hast recht und gleichzeitig nicht recht, oder? Weil eben, das ist relativ gesehen ist für die Schweiz eine gewisse Verschiebung. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es nur kurzfristig ist. Ich glaube schon, und das siehst du auch irgendwo in Europa oder auch in Amerika, es ist eine neue Zeit. Es ist eine andere Zeit. Die Stimmung ist anders. Wir haben jetzt auch die Anschläge noch gehabt, gerade in Israel. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Die erste Corona-Krise und kaum ist die vorbei, wo man das Gefühl hatte, es sei wieder gut. Wird es wieder so düster. Also ich glaube schon, wir sind in einer düsteren Zeit und dann werden die Leute auch ein bisschen konservativ. Absolut, das ist so. Die gehen eher zu den Sicheren. Und es ist nicht nur schlecht, in meinen linken Rezepten funktionieren in der Regel auch nicht langfristig gut. Das muss man sagen. Es gibt ja manchmal Zeit, wo man mit linken Rezepten etwas ausprobiert, aber am Schluss blasst der Staat auf, es wird teurer, es wird alles nur noch schwieriger. Und grossartig. Das musst du der ganzen Fraktion jeden Tag 7-mal sagen. Ja, schau, ich sollte mal da sein, wenn wir die Diskussion haben, aber ich bin dort sehr nach bei euch im Denken. Es ist am Schluss sind Leute, die müssen Geld verdienen, die am Schluss können Steuern zahlen. Nur so können wir das Land vorwärts bringen und das müssen wir unbedingt machen. Grossartig. Gut, Bern einfach speziell mit dem Jürg Grossen, Präsident von der GLP, mit dem Dominik Freuse und Markus Somm. Danke vielmals, dass du da warst. Danke euch. Und wir hören uns wieder wahrscheinlich etwa in 10 oder 15 Minuten, je nachdem, was läuft, wenn wir neue News haben oder einen neuen Gesprächspartner. In dem Sinn, hört weiter zu auf nebelspalter.ch. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.